Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Indexanalyse nach der Perlentauchenmethode mit Imagina Trader und natürlich mit Carsten Berger. Vielen Dank, Carsten, dass du heute für uns wieder zur Verfügung stehst. Auch wenn du gesundheitlich etwas angeschlagen bist, umso mehr ein größeres Dankeschön an der Stelle und natürlich an alle Teilnehmer, die jetzt live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn der ist wichtig, wie immer. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, ganz wichtig. Okay, dann, lieber Carsten, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche wie immer Okay. viel Spaß und viel Erfolg. Danke, Nelson, für die nette Ankündigung. So, jetzt muss ich mir wieder einen Bildschirm auswählen. Wir nehmen mal den da drüben. Herzlich willkommen, also auch von meiner Seite aus Rangsdorf in der Nähe von Berlin. Wer öfter mit dabei ist hier, der wird vielleicht den Klang meiner Stimme vermissen oder findet den auch vielleicht besser. Der ist etwas rauer. War in den letzten 2, 3 Wochen nicht aktiv an den Märkten. Von daher ist heute mein erster Blick wieder und habe auch keine Webinare gegeben. Eine Bronchitis plagt mich gerade. Aber auf dem Weg der Besserung dauert halt alles ein bisschen länger. Ist wahrscheinlich dem Alter geschuldet. Aber nichtsdestotrotz bin ich mit dabei. Wenn ich zwischendurch mal nicht zu hören sein werde, dann liegt das daran, dass ich mal kurz ins Mikrofon huste, aber natürlich dann schnell den Mute-Knopf drücke, damit ich nicht zu hören bin, damit euch nicht die Ohren wegfliegen. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Risikohinweis hat der Nelson üblicherweise schon gemacht, so wie immer. Ich möchte gar nicht so sehr auf meine Person eingehen, während ich spreche. Könnt ihr das ja lesen, dann seht ihr, dass ich weiß, ich bin Carsten Berger, 53, bin vom Beruf Diplom-Verwaltungswirt. Wer das jetzt nicht weiß, was es ist, ich war kein Büro. Angestellter, sondern bei der Berliner Polizei tätig, dort in einer leitenden Tätigkeit und mache jetzt das, was ich jetzt hier mache, und zwar Coach. Ja, mein Steckenpferd ist der Agina-Trader, steht ja auch hier in meiner Vita drin. Ich habe da sehr viel mitentwickelt, an Add-ons, sehr eng zusammengearbeitet mit der Firma. Das tue ich auch immer noch. Und habe hier heraus meinen Perlentaucher-Ansatz, den ich früher, so wie ihr wahrscheinlich auch, mit einer Excel-Tabelle, mit verschiedenen Tools im Internet gemacht habe, auf den Agina-Trader aufgesetzt, weil dieses Tool halt eine Menge bietet. Und wer jetzt hier dabei ist, könntet ihr mal reinschreiben in die Fragen, ja, wenn ihr den Agina-Trader nutzt, oder nein, wenn ihr gar nicht den Agina-Trader habt. Denn es ist für mich schon interessant zu wissen, wer selbst dieses Tool nutzt oder wer jetzt hier einfach mal reinschaut und diesen Ansatz einfach mal verfolgen möchte. Okay, damit helft ihr mir auf jeden Fall schon mal weiter. Was erwartet euch in diesem Webinar? Das ist eigentlich ganz einfach. Die Idee der Perlentaucherstrategie wirklich ganz kurz erklärt. Ich sage immer wieder, wer das in der Tiefe in etwas mehr verstehen möchte, der sollte sich das erste Webinar anschauen. Und dieses erste Webinar findet ihr bei mir auf der Homepage. Und zwar, das zeige ich mal kurz. Ziehe das mal hier rüber, damit ihr das sehen könntet. Unter Leistungen, also tradercoach.de, Webinare und Videos. Und dann seht ihr hier Perlentaucherstrategie. Da könnt ihr einfach aufklicken. Da sind die verschiedenen Termine, die ich habe. Und ihr findet dort auch den Teil 1 hier, jeweils in zwei Versionen. Die sind aber annähernd gleich. Und ihr könnt dann ein bisschen mehr, ja, ganz gemütlich euch das anschauen, um das in der Tiefe zu verstehen. Ich möchte das nicht jedes Mal gleich erzählen. So könnt ihr dem besser dann nochmal nachträglich folgen. Die Idee der Perlentaucherstrategie beinhaltet den Blick auf die Märkte. Das sind die Indizes, das sind ein paar Rohstoffe, wo ich halt immer drauf schaue, um damit überhaupt einen Überblick zu bekommen. Wie gesagt, ich war wirklich 2 Wochen nur mal kurz auf dem Handy geschaut, aber sonst war ich gar nicht drin. Von daher seht ihr jetzt eigentlich live, wie ich mir da Gedanken mache. Ich habe mir das 5 Minuten vorher angeschaut, also ich habe da nicht mega viel Zeit investiert. Von daher ist es wirklich live, was ich hier mache. Und ihr könnt mir gerne eure Aktien dann mal hier reinschicken, um zu schauen, wie das sich mit meiner Perlentaucherstrategie vereinbart.
So, Screening, Suche nach der Perle. Wie geht das bei mir eigentlich so von der Reihenfolge vor sich? Also letztendlich schaue ich mir immer die Indizes als erstes an, um zu wissen, okay, so positioniert sich der Markt im Moment und wo sind meine Chancen und wo sind auch meine Risiken? Das muss ich wissen, ne? Und in der Analyse treffe ich dann halt natürlich eine Auswahl hinsichtlich der Güte eines Indizes und auch der Risiko, sag ich mal, das Risiko zu bestimmen. Und das Timing ist halt auch wichtig, ne? Also das Timing in dem Fall, möchte ich eher teuer kaufen oder warte ich lieber ab, bis der Markt etwas günstiger wird, ne? Das fordert auch ein bisschen Geduld logischerweise, aber somit bewerte ich dann natürlich auch mein Risiko. Je nachdem, wie die Indizes gerade stehen, kann ich somit auch mein Depotrisiko steuern und sagen, okay, ich müsste hier vielleicht etwas mehr abgeben, etwas mehr Wert verkaufen oder halt vielleicht mal in eine Gegenrichtung einen Short vielleicht einbauen. Wenn ich einen Index bestimmt habe, sagen wir mal die Nasdaq zum Beispiel, weil ich überwiegend an deutschen und an amerikanischen Märkten unterwegs bin, dann kann ich natürlich auch sagen, ja, welche Branche ist denn zum Beispiel in Amerika die tendiert. Auch interessant ist, nicht nur die alten Branchen zu betrachten, sondern vielleicht auch mal die Trendmärkte, also wie Cannabis zum Beispiel oder Wasserstoff oder so, ne? Welche Aktien sind da zurzeit gerade? Und das stelle ich halt oft auch gegen die normalen Branchen. Und so sieht man halt, ist eher Hightech und die Zukunft gefragt oder geht man doch wieder in die alten zum Beispiel? Nein. Und wenn eine Branche in die Auswahl kommt, dann ist das Timing wieder, das ist immer das Gleiche entscheidend. Und zwar kaufe ich aus der Korrektur. Das würde jetzt ein Markttechniker sagen. Ist für euch nichts Neues. Markttechnik ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Wenn ich mich dann auch für einen Index oder zusätzlich noch für eine Branche oder zwei entschieden haben, dann mache ich dieses Screening und schaue mir dann eine Aktie an, die in diesem Index mit enthalten ist oder in der Branche halt enthalten ist. Und dann versuche ich dort wieder das Timing zu bestimmen und die Aktie zu nehmen, die im Moment die stärksten Werte hat. Werte bedeutet bei mir so eine Art Ranking. Das werdet ihr nachher sehen. Für diejenigen, die jetzt hier zuschauen und bei FXWett noch gar kein Konto haben, und eventuell ein Coaching haben wollen und ein Konto über mich eröffnen. Die können das machen, indem sie auf meine Homepage gehen, Leistungen und Services klicken und dann bekommen sie ein Coaching-Angebot von mir und zwar eine kostenlose Coaching-Stunde. Wer den Agena Trader dann schon hat, den stöpsel ich quasi das FX-Flat-Konto daran, eventuelle Datenfeeds, die benötigt werden und noch ein Coaching zur Einrichtung des Agena Traders mit einem Funktionscheck. Also das könnt ihr gerne haben. Wer das schon hat, kann sich natürlich auch mit mir über diese Strategie oder andere Trading-Sachen unterhalten. Genauso zählt es für den Agena Trader. Wenn ihr hier auf den Button klickt, kommt ihr dann zum Shop und damit weiß ich dann Bescheid, dass ihr etwas gekauft habt oder ein Konto eröffnet habt und dann bekommt ihr auch hier eine Coaching-Stunde kostenlos und gratis. Bitte schreibt mir vorher per E-Mail cb@tradercoach.de, damit ich Bescheid weiß, dass ihr das macht, damit ihr auch eure Stunde bekommt und wir uns dann noch, sage ich mal, den Termin zurechtlegen können. Okay, wer das Paket sieht, jetzt hier den Agena Trader und das Paket und Fragen hat, kriegt immer viele Nachrichten und sagen, was kostet denn das Paket? Es ist etwas teurer geworden. Ich habe es, glaube ich, 4 Monate vorher angekündigt. Kostet jetzt 1290 Euro. Was darin enthalten ist, seht ihr jetzt hier. Das könnt ihr euch ja durchlesen. Ich möchte das jetzt hier nicht alles durchsprechen. So, natürlich kann man sich mit mir auch unterhalten und zwar 1:1. Das heißt, ein kostenloses Vorgespräch führen und dann könnt ihr auch auf meinen Rechner schauen. Ich kann euch das Tool dann nochmals zeigen, wenn ihr dazu Fragen habt. Also ist gar kein Problem. Schreibt eine Nachricht und dann finden wir zusammen. Diese Session machen wir per Zoom und das funktioniert sehr gut und ihr kriegt auf jeden Fall dann noch einen detaillierteren Einblick. So, jetzt schalte ich mal um in die Indexanalyse. Jetzt holen wir den Agena Trader rüber. So, wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat schreiben oder da, wo Fragen steht. Ich lese mir den dann immer so zwischendurch durch und schaue mir das dann an und ihr bekommt dann, wenn ich das beantworten kann, natürlich auch eine Antwort. Ansonsten schreibe ich mir das auf und ihr bekommt dann, wenn ihr mir eure E-Mail nennt, dann auch noch nachträglich eine Antwort dazu. Okay, wer das noch nicht kennt, das ist der Agena Trader. Das geht natürlich auch, wenn man das mit einer anderen Plattform macht, das muss ich auch sagen.
Aber da muss man halt viele Sachen zusammenpacken und hier ist halt alles so weit drin, was ich brauche. Das heißt, ein Screener, den kann man auch im Internet sich erstellen. Gibt es ja auch andere Dinge, sage ich mal, die auch gut funktionieren. Aber hier habe ich halt das verbunden mit dem Screening und gleichzeitig meine eigenen Signale erstellt. Ne? Was also als grüne 1 hier steht, das sind zum Beispiel Signale. Genauso wie eine rote 1, das ist eher für Short-Sachen und grün ist eher für Long. So, was schauen wir uns heute an? Das sind nämlich genau die Werte, die für mich jetzt hier interessant sind auf der linken Seite. Und ihr seht schon, dass hier auf der linken Seite das Gold weit oben steht und Silber. Öl hat auch noch ganz gut nach oben gefunden. Und dann kommt im Endeffekt zum Schluss so der Russell 2000 und der TecDAX. Diese Zahlen sind für mich interessant, weil die so eine Art Ranking bekannt, sage ich mal, bestimmen. Und mit diesem Ranking kann ich dann die Dinge sortieren und arbeite mich quasi von oben nach unten durch. Das heißt, wenn ich mir halt bei Aktien zum Beispiel ganz, ganz viele Signale bekomme, interessieren mich im Endeffekt nur die mit den höchsten Werten hier oben. Und irgendwann gucke ich mir auch nicht alle Aktien an, weil Signale werdet ihr kennen, bekommt ihr bestimmt alle ganz viel. Und dann erstickt man in der Signalflut, ja, oder der Tipps, die man so bekommt. Und um da ein bisschen Struktur reinzubringen, was mir ganz wichtig ist, und ein bisschen Gelassenheit, dann arbeite ich mich halt von oben nach unten durch. Hier schauen wir uns jetzt mal so alle Indizes kurz an. Und was auffällt, ist, dass ja das Silber zum Beispiel weit oben steht und Gold. Jetzt nicht von diesem Wert jetzt hier täuschen lassen. Das ist der IAU, das ist der ETF in Amerika. Und der hat anscheinend seine Stückelung hier irgendwie, seine Bezugsrechte oder seine vielleicht auch eine, wie heißt es, gesplittet. Ja, zum Beispiel, weil der Kurs ist jetzt hier nicht vom Gold von 17 auf 36 gestiegen bei dem Gold Trust, sondern die haben einfach was von den Anteilen verändert. Um das besser zu sehen, habe ich das Xetra Gold. Wir wollen nämlich mit Gold anfangen und so sieht der Goldchart aus. Ja, Xetra Gold steht auch weit oben, wenn wir das sehen, hier die 105, genauso wie Silber. Fangen wir heute mal mit Gold an. Und was mir auffällt sofort ist, dass Gold schon gut gelaufen ist auf jeden Fall, das seht ihr auch. Und das Bollinger Band, was hier die, also das Geländer, sage ich immer, wo man sich ein bisschen dran festhalten kann, gerade jetzt in diesem Moment zeigt, ist, dass der Kurs aus einer Range, ja, 4, 5 Tage, so eine Wochenrange ausgebrochen ist mit einem Gap. Und jetzt hier oben im Endeffekt ziemlich weit am oberen Bollinger Band tendiert und einen leichten Umkehrstart positiv zwar kreiert hat. Was ist bei Gold interessant? Gold ist interessant schon eine ganze Weile, ja, wenn man das mal sieht. Ich muss jetzt hier mal mein Zeicheninstrument holen. Zack. So, wir sehen hier unten, die rote Linie schneidet die blaue Linie. Das ist ein Indiz dafür, dass der Markt besser performt als die Benchmark. Ja, wenn ich das hier rauflege mit Outperformance, dann wird das hier grün bei mir. Und in dem Fall kriege ich grünes Licht und habe schon mal den Markt gefunden, der besser ist als die Benchmark. Was ist die Benchmark? Ein Vergleichswert. Ja, vielleicht mal wie ein Fondsmanager, der sagt, ich möchte immer die besten Aktien haben, der besser ist als der DAX, weil ansonsten könnten wir ja gleich einen Index kaufen. Und in dem Fall vergleiche ich die Rohstoffe mit dem Welt-ETF zum Beispiel. Es könnte auch anderem sein. Jedenfalls könnte ich ja, wenn ich sage, nö, ich will eigentlich gar nicht mich so reinhängen in die Tiefe, in so viele Einzelwerte, kaufe ich mir einfach einen Welt-ETF. Dann habe ich auch eine durchschnittliche Performance. Mache ich mir ein bisschen mehr Mühe, habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko, aber ich habe auch die Chance auf etwas mehr Performance. Das muss man für sich selbst ausmachen. In der Hinsicht ist Gold seit dem 6. Mai ein Kaufkandidat. Ne? In dem Fall bin ich eher der Typ, der aus der Korrektur kauft. Das bedeutet, der Markt geht nach oben und bildet dann entweder die Korrektur über die Zeit, so wie das hier ist, nicht über den Preis. Der Markt läuft seitwärts über die Zeit. Eine Korrektur über den Preis ist dann eher sowas hier. Also es gibt die beiden Formen der Korrektur. Und in dem Fall, wenn ich mein Signal dazu schalte, das P1-Signal wäre hier so mein Einstieg gewesen. Genauso wie in dieser Korrektur wäre da der Einstieg gewesen. Also man sieht, die Einstiege sind etwas,
Ja, wahrscheinlich aufgrund des Chartverlaufs hier in der Zeit, meistens am Ende kurz vor dem Ausbruch, liegt daran, weil der Kurs sich immer mehr staucht, ja, immer mehr zusammenkommt. Und in dem Fall wären wir in dem Fall hier sehr gut reingekommen. Bei dem Gap weiß ich nicht, ob ich dann mit einer Limit Order da reingekommen wäre. Was ist jetzt aktuell der Fall? Ganz klar, für mich ist das Ding zu teuer. Er tanzt am oberen Bollinger Band herum. Ja, ich habe hier ein Gap, das ist positiv, ein Up-Gap, heißt eine Kurslücke. Wenn ich mir das hier reinzeichne, dann wird der Kurs wahrscheinlich wieder in diesen Bereich eindringen. Und jetzt muss ich mir das Volumen noch anschauen. Ja, das fällt auf. Das Volumen ist unter dem Chart hier, sind diese Bars, wer sich nicht auskennt. Und das ist diese Kerze hier. Ja, dieses Volumenbärchen knallt quasi hier oben, das Volumen extrem nach oben. Und hier kann ich mir jetzt hineinlegen, die Linie. So, und das ist im Endeffekt der Punkt, wo extrem viel Interesse auf diesen Rohstoff, in dem Fall ist es Xetra Gold, das wird also in Deutschland gehandelt und gelagert. Und das ist im Endeffekt eine Unterstützung. Ja, wenn ich jetzt noch Wochen Widerstand und Unterstützung dazulege, dann sehe ich, habe ich hier im Moment noch ein bisschen Platz bis hier hoch, dann kommt so ein Wochenwiderstand. Und wenn ich jetzt hier oben einsteigen würde, dann würdet ihr mir sicherlich zustimmen, ist das ein bisschen wenig. Wenn ich jetzt hier einen kleinen Rückhalt, entweder geht er über die Zeit, ja, und macht dann so einen Umkehrstab, bin da recht trivial, so hinein und schließt wieder in den Bereich, dann hätte ich die Möglichkeit hier günstiger einzusteigen als jetzt da oben. Ja? Also ich versuche dann immer günstiger einzusteigen. Wenn das hier nicht klappt und der Markt durchzieht, dann wird er höchstwahrscheinlich dann wieder etwas mehr korrigieren und dann habt ihr immer noch die Zeit einzusteigen. Hier oben werdet ihr vielleicht oft abgefrühstückt. Ne? Also ich versuche immer bei jedem Trade so die bessere Range rauszuholen, einfach, ja. Also Chance-Risiko-Verhältnis. Also jetzt Gold, nein. 2, 3 Tage abwarten, was der macht. Geht der seitwärts? Könnte so ein Umkehrstab da hineinkommen? Das würde ich auf jeden Fall dann nehmen, weil Gold ist im Moment auch stark gefragt. Ja. So, das waren wir schon mit Gold. Schauen wir mal auf Silber. Bin ja mal gespannt. Ich habe auch lange nicht raufgeguckt. Okay. Sieht so ein bisschen aus wie der Goldchart. Warum sind da diese zwei roten Kästen drin? Ja, das sind diese Gaps, ne? Hier vom 29. Januar. Ja, diese Riesenspekulation, ne? Von den Brokern. Alle kaufen jetzt Silber und bringen es nach oben, aber es fällt genauso wieder am nächsten Tag. Deswegen haben wir hier so ein Gap. Und ihr seht, der Kurs reagiert hier in dieser Zone nochmal, fällt runter, macht wieder ein Gap. Dann dauert es lange, bis er wieder da hochkommt. Und irgendwann arbeitet er sich ein bisschen durch, scheitert wieder an diesem Gap, korrigiert wieder. Und hier kommen die Kaufsignale aus diesem Bereich raus. Warum? Weil es halt da günstig ist. Da habe ich ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis, wenn ich jetzt hier oben einsteigen würde. Oder da. Das ist halt der Punkt. Und von daher, der korrigiert, arbeitet sich gerade dort ab. Sollte er diesen Widerstand hier nehmen bei 26,26, wie gesagt, das ist ein Silber Trust, der analog wahrscheinlich zu dem Silber Future läuft, dann wird Silber sehr interessant werden. Das heißt, ich glaube, noch 1, 2 Tage seitwärts, wenn er hier drüber hinausläuft, dann könnte man diesen Ausbruch probieren. Wir haben ja noch ein gutes Potenzial bis da hoch. Aber ich sage euch gleich, ich handle ja nicht diesen ETF, sondern dann entsprechende Silberaktien daraus. Ne? Sehr interessant, weil wenn Silber steigt und die Firma halt gut ist in Silber, dann ist es wahrscheinlich so, dass der Kurs der Aktie dann auch steigen wird. Und da Aktien überwiegend bessere Performance, also die guten aus diesem Bereich haben, wähle ich dann die entsprechende Aktie aus. Also Silber halte ich im Moment für interessanter als Gold, weil es ist seitwärts korrigiert. Ne? Also wir haben hier so ein Inside-Bar, wer das kennt. Ne? Hier dieser Außenstab, der alle Preise notieren da drin. Und das Volumen ist nicht so hoch. Also das ist ja eine extra Ausnahme. Das würde ich jetzt hier so als normale hohe Volumina bezeichnen. Haben wir hier nicht so. Ne? Wir haben ein paar Hochs hier, aber das ist nur wenig über dem Durchschnitt. Also von daher denke ich mal, es arbeitet sich hier ab. Sollte der hier oben ausbrechen, würde ich den Stop hier drunter packen. Und dann sollte die Sache vielleicht weiter durchmarschieren. Nach Aktien kann man jetzt auf jeden Fall schon suchen. Ich schaue mal aufs Öl. Bin mal gespannt. Ja. Öl.
mit zu den starken. Auf jeden Fall ist er noch Outperformer, besser als so ein ETF von der Welt. Wir haben hier extrem hohes Volumen an 3 Verkaufstagen, deshalb ist das schwarz. Outperformance leuchtet hellgrün, das ist schön. Und ihr seht ja ganz klar, hier oben seid ihr eher teuer dabei. Selbst wenn hier ein Kaufsignal ist, würde ich dieses Kaufsignal nicht nehmen. Warum? Weil ja der Widerstand so nah ist. Also das muss man trennen. Dieses Signal fest jetzt nicht mit einem Widerstand und Unterstützung. Ich muss mir dieses genau anschauen. Und wenn ich mir auch das Volumen retrograd anschaue, dann sehe ich ja auch hier, wie sich der Kurs bei bestimmten Situationen verhält. Wir sehen hier so ein extrem hohes Volumen und eine schwarze Kerze. Und wenn ich mir das hier oben einzeichne, ich nehme mal das Hoch und die Tief der Kerze, dann sehe ich doch, wie der Markt in diesen Zonen reagiert. Das ist nun kein auf den Punkt genaues Spiel, aber diese Zonen spielen schon eine wichtige Rolle. Und die Wertigkeit von Widerstand und Unterstützung wird signifikant erhöht durch Volumen. Ja, und da kann man natürlich auch so eine Volumenanalyse machen, sehr tief hineingehen. Das halte ich für wesentlich spannender im Intraday-Handel, weil zu viele Informationen natürlich auch, also mich verwirrt es oft. Ja, wenn ich da zu viele Sachen mit hineinnehme, dann komme ich ja irgendwann nicht zum Schluss. Und ich glaube, eine Analyse wird auch nicht viel besser, wenn man zu viel mit reinnimmt. Also bei mir sind es Widerstand und Unterstützung, die Volatilität dank des Bollinger-Bandes visuell dargestellt. Und natürlich auch das Volumen ganz einfach darunter. So, also sehe ich ihn hier. In dem Fall wäre ich hier noch schön und nett dabei gewesen. Ja, da habe ich halt eine höhere Chance. Hier oben muss ich jetzt nicht noch draufsatteln, ja, weil das ist schon der Bereich, wo ich dann vielleicht anfange, wenn ich eine Position hier unten aufgemacht habe in Öl. Wie gesagt, nicht in Future und nicht auch ein ETF oder so, sondern dann wieder in Ölaktien. Dann muss ich halt sehen, dass der Kurs, wenn er hier jetzt in Stagnieren kommt, bei den Aktien wahrscheinlich auch anhält. Und deshalb musste ich hier vielleicht schon Teilverkauf machen. Wenn nach oben der Weg nicht frei ist, wähle ich dann halt eine Aktie aus oder einen Index aus, wo der Weg halt frei ist, logischerweise. Ja? Ansonsten begrenzt dieser Widerstand eventuell meine Performance. Ja? Klar, kann er hier drüber gehen und ausbrechen, aber ich weiß, der korrigiert auch ganz gerne bis hier runter. Und was ihr hier seht, ist, dass am Tief, also das Volumen hoch, ne, höher als der Durchschnitt, am Tief genau hier unten aufsetzt. Ja, am Tief so. Und wenn der Markt dann positiv reagiert, dann ist das eine Möglichkeit eines Einstiegs. Ja, dann bin ich risikoärmer. Dann weiß ich, okay, wenn der Markt hier drunter fällt, dann ist sowieso vorbei mit meinem Setup. Und ich habe dann halt eine höhere Chance, hier oben noch bis oben ranzuschwimmen. Ob er durchgeht, weiß ich nicht. Also es gibt keine Indizien, weiß keine. Wenn jemand weiß, wie man das bestimmen kann, dass er weiß, okay, er geht da oben durch, weil ich kann es nur vermuten. Aber ich muss mein Risiko bestimmen und ungefähr wissen, wo der Kurs hält oder ob er eventuell durchläuft. Und da oben ist es relativ viel Volumen und das wird jetzt ein bisschen dünner. Von daher warte ich lieber so einen Ausbruch ab dann. Ja, wenn ich jetzt hier nicht mehr drin bin, weil jetzt der Kurs liegt ja jetzt hier oben, dann ein bisschen runterschieben. Ist die Situation, auf die ich dann halt warten muss, ist die. Raus, zurück und dann dort oben rein. Heißt Geduld. Wer das hier das Spiel machen will, der muss auch damit rechnen, dass der Kurs vielleicht schon hier abdreht und wieder bis da geht. Also das muss man wissen. Und also ich mag das nicht. Ich warte dann lieber ab, bis dann halt eine Korrektur über Zeit kommt oder halt ja, eine Korrektur über den Preis. Wichtig ist einfach nur, dass hier auch mal eine Dynamik entsteht in der Richtung. Ne? Weil nur wenn der Kurs vorher dynamisch war in eine Richtung, dann erweckt er Aufmerksamkeit und dann möchten Anleger auch irgendwann in den Wert wieder einsteigen, weil er ist ja dann günstiger geworden. Also Öl ist im Moment nicht so das Ding, würde ich sagen. Kommt er in dem Bereich wieder zurück bei 65, screene ich nach Aktien. Und dann muss ich aber aufpassen, dass er 64, also in dem Fall den ETF, nicht verlässt. Und dann könnte er weiter runtergehen bis hier. Und dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Dann wäre ich eher dabei, das Ding zu shorten. Ja, weil dann sind wir schon in der 60er-Marke. Also von daher Öl nicht so das Ding. So, Gold hatten wir schon, Silber hatten wir. Oh, wer ist denn da oben mit bei? SDAX. Ja, der kleine DAX, würde ich mal sagen, für die kleinen Werte. Wie gesagt, ich habe schon lange nicht drauf geschaut, deswegen ist es für mich jetzt auch mal spannend. Man sieht, die grünen Kerzen ja zeigen ja an, wann der besser performt als die Benchmark.
Also als der Welt-ETF, dann sieht man, okay, das ist schlechter. Hier fängt es wieder an, hier kriege ich halt grünes Licht. Und dann muss ich halt schauen, wie ist die Situation zu diesem Zeitpunkt? Würde ich da reingehen oder nicht? Ja. Und was ist da wichtig zu bewerten? Widerstand und Unterstützung. In dem Fall ist es eine Unterstützung, obwohl es noch rot ist, weil es ist ja überwunden worden, dann unterschritten worden. Und jetzt kommt hier so der Punkt, okay. War schon drüber, ist runtergefallen, riskant, auf jeden Fall. Ja, der Markt, sieht man ja, reagiert hier drunter. Und diese Umkehrstäbe hier, also der Umkehrstab wäre sehr interessant, weil wir haben auf der linken Seite, wenn man wieder da schaut, auf das Niveau von Volumen hier quasi eine kleine Unterstützung. Ja, das ist im Tiefbereich, da sieht man, der Kurs will runter, fällt runter, schließt in dem Bereich und das war das Tief. Ja, zweimal erhöhtes Volumen und hier ist einfach Schluss. Ja, da will keiner mehr. Das ist immer so, wann kaufen denn die? Warum ist das mit dem Volumen so wichtig zu verstehen? In dem Moment, wo alle anderen, sag ich mal, Panik haben, kleineren Anleger, muss ja nicht Panik sein, aber die kaufen halt nicht, wenn hier schwarze Kerzen zu sehen sind, sondern die kaufen eher, wenn der Markt schon anfängt zu steigen. Ja. Kommt wahrscheinlich auch aus der Markttechnik heraus, weil ein Trend, wenn der sich gebildet hat, der ist ja dann in dem Fall schon ein bisschen alt. Und die Großen, die kaufen halt gerne in so einen Extremsituationen, wo andere bereit sind, die Aktien abzugeben. Denn nur wenn einer die Aktien abgibt, kann auch ein anderer die Aktien nehmen. Und wenn die Kleinen oder Unsicheren die abgeben, dann gibt es einen, der sagt, dann gib mal her, günstig. Und der kann natürlich auch seine großen Orders, so wie Fonds oder so, kann dann dort seine Orders auch preisgeben und kriegt dann auch noch einen guten Kurs. Wenn kein Volumen da ist, wird kein großer einsteigen, weil da kriegt er ja nur kleine Stücke. Und dann würde er den Preis letztendlich hochtreiben. Also sind so eine Korrekturen nicht verkehrt zum Einsteigen. So, wenn wir das hoch hier nehmen und das kleine Upgap, der Downgap, was wir hier haben zwischen den Kursen, dann sehen wir hier, hat er ein bisschen gehalten, ist jetzt drüber. So. Was müsste jetzt passieren mit dem Kurs? Würde jetzt jemand hier oben einsteigen? Das halte ich für riskant, also riskanter als wenn ich jetzt hier unten einsteige. Also was mache ich? Warte, bis er wieder hier runterläuft und würde mir dann Aktien aus dem SDAX suchen. Ja, das wäre die günstige Variante. Christine fragt, welche Aktie das wäre. Ich glaube, das bezieht sich, Christine, auf die. War das Öl oder war das Silber? Das musst du nochmal reinschreiben. Dann können wir dann mal reinschauen. So, Euro-Stoxx. Das ist auch so ein Langweiler. Ne, da brauche ich gar nicht raufschauen. Also da wissen wir ja, wo wir sind. Hier würde ich ein Ausbruchshändler sein. Will ich nicht sein. Ich will ein Korrekturhändler sein. So, zack. Ja, deswegen sind die grünen Pfeile auch meistens in der Seitwärtsbewegung. Ja, wo ich halt weiß, okay, das ist ein Signal, aber das ist mir schon zu weit gelaufen. Ich möchte ja wirklich eine Seitwärtsbewegung haben. Wenn ich am Tief bin, dann ist es mir wesentlich lieber, hier unten einzusteigen. Dann habe ich halt noch eine Relation, eine gute Chance, daran zu laufen. Unten aus dem Hoch hier oben möchte ich eigentlich nie kaufen. Selten. Also das Ding müsste ausbrechen und wieder zurückkommen. Oder kommt, wer das gerne möchte, so eine Seitwärtsbewegung handeln. Da gibt es wahrscheinlich dann auch schon bessere Werte, wenn er jetzt hier einen Umkehrstab bildet, dass er dann wieder hochläuft. Ist mir, glaube ich, zu langweilig. Den Dow schauen wir mal an, ist ja auch super lange gelaufen. Ja, und dann, das sind hier zum Beispiel die Leute, die gerne Ausbrüche handeln, auch lange seitwärts gelaufen. Das kann ich dann machen hier und hier, wenn ich versuche, reinzukommen. Aber wenn ich hier oben einsteige, dann habe ich auch wesentlich schlechteren Kurs. Also mache ich das lieber, wenn es aus der Korrektur, aus der Zeit kommt. Ja, das Risiko, über das hochzugehen, ist auf jeden Fall geringer. Hier unten, als wenn ich da oben einsteige. Dann läuft er wieder zurück, dann kann ich das auch hier unten wieder versuchen. Ja, und dann ist hier so eine Base. Jetzt im Endeffekt läuft das Ding ja hier so wie so ein Rahmen. Und hier arbeiten sich jetzt die Kurse ab. Man sieht auch das extreme Volumen hier unten. Ja. So. So, und da spielt sich das ab. Hier unten ist es nochmal bestätigt worden. Der Kurs angelaufen, zack. Alle Leute haben weggeschmissen, weil sie Angst hatten, dass er da runterfällt. Und andere haben gesagt, ne, gib mal her. Das nehme ich. Christine habe ich gesehen, Gold machen wir denn. So. Dass ich jetzt hier oben drauf setze, nein. Wenn ich in diesem Quadrat bin, dann würde ich
In dem Fall, wenn der Kurs hier unten reinläuft, dann im Dow Aktien suchen. Muss nicht unbedingt sein für mich. Mag ich nicht so den Dow, weil da sind ja also gewichtete Sachen drin wie Boeing und sowas. Weiß gar nicht, wer jetzt da oben die meiste Gewichtung hat. Aber das verzerrt natürlich, sage ich mal, die Relation. Bin da mehr für den S&P 500 oder für den Russell zum Beispiel. Schauen wir mal auf den S&P 500. Sieht auch nicht anders aus, ne? Aus der Korrektur heraus, ja, sieht man, dass sich hier Signale ansammeln und auch kausal begründet sind mit dem entsprechenden Volumen am Tief, ne? Also da würde ich natürlich nicht kaufen, aber dann ist es schon interessant, was macht das am nächsten Tag? Und wenn ich hier oben einsteige, dann sage ich, okay, muss ich sehen, ja, geht der noch über den 20er oder nicht? Weiß ich auch nicht, geht er nochmal runter, dann kann ich hier nochmal draufsatteln oder hier einsteigen, wenn ich das verpennt habe. Ich habe 2 Wochen gar nicht aufgeschaut, also von daher wäre das ein guter Einstiegspunkt gewesen. Ist retrograd immer einfacher zu sagen, aber das Signal kommt ja nur in bestimmten Situationen. Ne? Krieg ja nicht ein dauerndes Signal. In dem Fall läuft das Ding auch seitwärts. Möchte ich jetzt hier so ein Ausbruchstrader sein, der hier oben sagt, nein, S&P 500? Nee, abwarten, Tee trinken, kommt der wieder zurück. Weiß ich, dass ich wahrscheinlich auch wieder in so einer Seitwärtsphase versinken werde. Wichtig ist nur zu wissen, dass das hier, die 4045, eine wichtige Marke ist, ne? Wegen des Volumens. Ja, hier haben alle gekauft. Also die gute, nicht alle gekauft, natürlich haben auch welche verkauft. Aber die da gekauft haben, die sind ab dem Zeitpunkt dann im Minus. Und ich weiß nicht, ob die da Bock drauf haben. Also wenn die dann sagen, nö, ich gebe meine Entschuldigung, muss mal kurz abschalten. So, da bin ich schon wieder. Kurz vom Stuhl geflogen. Dann weiß ich natürlich nicht, wenn die das, die Position wegschmeißen, ob es dann noch Leute gibt, die da schon Interesse haben. Dann denke ich eher, das Ding geht nochmal runter bis zu dem nächsten Volumen. Ja, da unten. Aber bei 3700. Und da möchte ich ja nämlich bei sein. Darum müsst ihr dann auf achten. Ja. Deswegen hier oben Ausbruch, nein. Abwarten, Korrektur. Dann anfangen zu screenen nach S&P 500 Werten. Und vielleicht noch einen Blick auf die Branche. DAX. Schauen wir mal. Ja, das sieht recht langweilig aus. Vor allen Dingen, was natürlich ganz böse ist, sind diese langen, das ist jetzt hier der Präsenzhandel, also die Präsenzbörse 9 bis 17:30 Uhr. Und da sieht man schon ganz schön lange Schwankungen, ja, 400, 500 Punkte. Das ist schon nicht schlecht, wenn man das als Signal bekommt und dann noch ein bisschen mitschwimmt, aber hier entwickelt sich gerade nichts mehr so richtig. Ja. Also hier wird immer wieder abverkauft, dann auch mit Gaps, weil der Future in der Nacht arbeitet. Und dann diese Lücken aufreißt. Was ist da zu tun? Ich brauche es, glaube ich, gar nicht sagen. Es ähnelt sich ja. Wir haben hier so einen Range-Bereich. Hier oben haben wir jetzt mal bei dem Ausbruch hier am 25. Mai, ich sage mal nicht so signifikant wie hier links, aber so ein bisschen drüber über dem Durchschnitt und auch etwas drüber über die letzten Hochs. Könnte also doch relevant sein, dass das hier oben eine Art Widerstand ausbildet bei 15.560 Punkten. Also, wer das Ding jetzt hier als Ausbruch draufsatteln will, der sollte hier auf jeden Fall einen Stop legen, weil sonst rutscht das Ding wieder runter bis 15.100. Mir wäre es dann lieber, danach zu suchen, wenn es hier runter geht, ja, und dann hier so ein Umkehrstab kommt. Vielleicht geht der sogar noch mal kurz runter und macht veräppelt wieder alle. Dann bin ich doch hier wesentlich risikoärmer unterwegs als da oben. Ja. Im Moment ist Warten angesagt. Also ich habe vielleicht gar nicht so viel versäumt. Future. Ja, analog zu sehen. Das ist ja nichts Neues. CDAX, kurz mal drauf geschaut. Das ist ja der alle gehandelten, ich glaube 600 sind es, Aktien zusammenfasst. Uff, auch nicht spannend, sieht auch genauso aus. Euro, US-Dollar, bin eigentlich kein Währungshändler. Ab und zu schaue ich mal drauf, um das Konto zu justieren. Sage jetzt mal nichts zu. Nasdaq. Ui, sieht gar nicht so gut aus. Also, das mal jetzt umdrehe. Gucken, was mein Short-Signal sagt. Ja, dann haben wir 2 Short-Signale im Index. Okay. Also kaufen, würde ich jetzt hier kaufen, würdet ihr hier kaufen, hier draufsatteln. Die letzten Berührungen waren am unteren Bollinger Band. Das ist für mich immer ein Indiz, dass sich die Dynamik in eine andere Richtung entwickelt. Weil oft setzt sich sowas ja fort.
wie aus der Trendtheorie theoretisch. Hier halte ich es für, ja, das ist eine Situation, ich würde weder Short noch Long gehen, bin aber eher Short geneigt. Also hier oben drauf zu satteln, wird wahrscheinlich hier Ende sein. Ist gerade mal wieder Outperformer geworden. Wo liegt das Volumen? Ja, wo hilft uns das Volumen? In welchem Bereich oder wo ist es gegen uns? So, da haben wir einmal da und da. Also hier ist auf jeden Fall eine Base hier unten bei 12.900. 13.000 wahrscheinlich die runde Zahl. Die ist gerne genutzt, um zu kaufen. So, dann haben wir hier ein erhöhtes Volumen, auf jeden Fall bei dem Umkehrstab, das sieht man. Jetzt versiegt es so ein bisschen. So, was wäre jetzt von einer Logik, wenn ich unbedingt long gehen will und an das Finanzierungsprogramm von beiden glaube und was immer noch dazu kommt? Dann ist es wichtig, dass der Markt hier ranläuft und dann hier zurückkommt. Wenn der 20er hier so lang läuft, dann bietet das eine schöne Unterstützung mit dem Volumen. Also würde ich dann hier in dieser Zone bei 13,5 nach Aktien aus der Nasdaq suchen. Ja, macht Sinn. Hier oben jetzt einfach blind drauf zu satteln? Nein, ist keine Korrektur. Der Markt steigt ja schon seit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen. Muss ich nie haben. MDAX. Ist jetzt auch schon, kein Outperformer. Wo ist er doch? Tag. Tag. Ja, so ein bisschen. Ja, sieht eigentlich genauso aus wie ein Nasdaq. Ist ja komisch. Ja, obwohl es gar kein Hightech-Wert ist. Genau das Gleiche. Ne? Den großen Widerstand haben wir vor uns. Läuft seit ein paar Tagen und hat auch das untere Bollinger-Band zweimal unterschritten. Hat dann so ein bisschen hier mit den erhöhten Volumen so seine Unterstützung bei 31.000 gefunden. Muss ich jetzt den Ausbruch handeln? Würdet ihr das tun? Ich glaube eher nicht. Und das auf jeden Fall abwarten angesagt. Ich möchte bei diesem Fall auf jeden Fall sehen, dass er hier mal kurz drüber dippt, runterkommt und dann werden wir wahrscheinlich hier in diesem Bereich von 32.000 eine Unterstützung finden, wo man dann mit ein bisschen mehr Risikoarmut einsteigen kann. Russell war ja ewig der Hit, ne? Wenn man das mal hier guckt, retrograd war das ja der Performer, habe ich auch in einigen Webinaren schon angedeutet und das rechtzeitig, dass der Russell im Endeffekt, wie man sieht, immer wieder Einstiegspunkte gebracht hat, die sehr gut gelaufen sind. Jetzt arbeiten wir uns an diesen Hochpunkten ab und jetzt ist die Frage, schafft er es über dieses extreme Volumen an dem Hoch hinaus zu laufen. Das ist wirklich ein Hindernis. Man sieht, der Markt läuft wieder unten an. Boing. Erste Mal in den Kopf gestoßen, ein zweite Mal so ein bisschen. Und jetzt zeigt er schon wieder nach unten. So, jetzt wird die Range immer kleiner. Das heißt, wenn ich jetzt suchen möchte, dann suche ich natürlich hier unten, weil dann habe ich noch eine Chance eventuell. Ja, besser als da oben drauf zu satteln. Ja, also immer ein bisschen in der Korrektur. Oder der Markt eine Weile seitwärts läuft. So, jetzt habe ich aber hier keine Stärke drin. Also ich möchte einen Umkehrstab sehen oder so eine fette weiße Kerze. Bei mir ist das Powerbar. Dann kann ich doch auch in Aktien mal suchen, die hier in dem Bereich konsolidieren. Fällt diese Marke hier, weil es ein ETF von 157, 158, dann wird es kritisch. Weil dann haben wir hier wieder leicht erhöhte Volumina. Das ist minimal zwar nur, aber hier kommen wir mit dem Bereich. Na, da haben wir ein fettes Volumen. Mal reinmachen. Bis dahin kann das Ding wieder rutschen. Ja, das muss ich wissen. Also wenn er hier nicht hält, keine Stärke zeigt, muss ich mir bewusst sein, dass es immer dünner wird, wenn er auf diese Zone hinausläuft. Ja. Brauche ich gar nicht nehmen, weil das ist kein Outperformer für mich. Also der leuchtet ja nicht grün. Also muss ich mich damit eigentlich nicht beschäftigen, aber ich mache eine allgemeine Sache, weil jetzt kommt der Welt-ETF. Und der ist die Benchmark. Ne? Und wenn ich da gar keine Sorgen machen will, dann kann ich das Ding ja auch kaufen. Er sieht auch nicht so besonders aus. Ne? Das erste Mal, dass hier Short-Signale auftreten, nachdem sonst eigentlich nur Long-Signale aufgetreten sind. Ja. Deutet eher darauf hin, dass der Markt ein bisschen ja, hadert im Moment. TecDAX ist eigentlich auch so mein Steckenpferd, mag ich eigentlich sehr gerne. Ja, kreiert aber auch seine ersten Short-Signale. Ne? Das war hier ein erstes Signal, zack, und dann raus aus dieser Zone. Also haben gar keinen Einkaufskurs bekommen, weil die Kurse einfach weitergelaufen sind, also keinen Einstieg.
Auch bei den Aktien wäre es dann nicht möglich gewesen, dort Positionen im Short-Bereich aufzubauen. Hier schon eher. Ja. Hier wahrscheinlich auch nicht, weil der Markt einfach drüber hinwegläuft. Jetzt wird es immer kritischer. Und was ich sehen möchte, ist bei diesem TecDAX-Bereich, dass das Ding hier oben ranläuft, wieder ins Bollinger Band runterkommt. Ja, 20er läuft hier unten hin. Schauen wir uns das Volumen an. AIDA DAUS, das liegt ja wirklich wieder auf dieser Zone. Ja, so, zack, da das Tief. Ja, da scheitert er im Moment. Wenn er weiterläuft, wieder zurück, dann wäre hier für mich nochmal eine Möglichkeit, nach TecDAX-Aktien zu suchen. So, die anderen Russell hatten wir schon. Christine wollte Gold haben. Und das zeige ich mal, wie das geht. Also bei mir ist es der Screener US. Das ist dieser hier. Und hier habe ich noch drei andere Benchmarks drin. Das ist der S&P Future Mini, Nasdaq Future Mini und der Russell. So, jetzt blicke ich hier da auf dieses Zeitungsblatt, statische Listen neu. Dann sind hier meine Listen drin. Und hier ist Rohstoffe. Und jetzt kann ich auf Gold klicken. Und dann rattert der mir die Goldaktien da rein. Das dauert ein bisschen, bis er die da durchlädt. In der Zeit kann ich immer ein bisschen für visuelle Korrektur sorgen. So. So, der schiebt da jetzt die Aktien rein. Und mich interessiert im Endeffekt die Trenddynamik, nach der ich dann sortiere. Das ist diese Zeit. Und zwar gibt es sie für die Woche oder Tag. Dann klicke ich hier zweimal. Und dann geht das Ding von oben nach unten. Da ist ja wieder der ETF. Ja? Den hatten wir vorhin mit der Umstellung der Stückzahl. Deswegen passt das nicht um. Die haben bloß noch den nicht umgestellt. Interessiert mich also nicht, sondern die Aktie interessiert mich vielleicht. Schaue ich mir die mal an, wie eine gute Goldaktie aussieht. Interessant. Jetzt würde ich mal fragen, habe ich eine Aktie, die in der Korrektur ist? Wäre für mich sehr interessant. Ich kann auch hier eine Outperformance zeigen, wann eine Aktie grün stellt sich. Ja, also von weiß-schwarz dann auf grün wechselt. Das ist interessant. Habe ich eine Aktie in der Korrektur? Das sind bei mir diese Signale. HMY, keine Ahnung, was ist Harmony Gold? Schauen wir mal. Ja, ich kenne die sogar. So, bei Harmony Gold sehen wir jetzt folgende Kriterien. Sie ist zwar nicht die stärkste im Moment, aber sie ist diejenige, die mir ein Korrektursignal liefert, nämlich hier das P1 Long Signal. Und das checke ich jetzt im Chart ab nochmal. Ich mache jetzt hier mal das Signal rein. Zack, da sehen wir die Signale. Und da deckt sich also eins mit dem anderen. Und zwar, was mir auffällt sofort, ist das erhöhte Volumen an dieser Kerze. Diese hier. Das ist immer das gleiche Spiel. Irgendwie langweile ich euch wahrscheinlich. Aber es ist halt einfach so. Ich mache da immer das Gleiche. Das Tief markiert. Das heißt, hier könnte der Kurs zum Stillstand kommen. Wo kommt der Kurs dann eventuell zum Stillstand, falls er hier noch fällt? Ah, da, wo der 20er wahrscheinlich langläuft, in 2, 3 Tagen. Also habe ich hier einen guten Unterstützungsbereich. Was unterstützt mich noch? Ein Gap, eine Kurslücke. Kann ich mir auch anzeigen lassen. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt macht, weil er die Prozentzahl vielleicht nicht hält. Aber Gap Long, da seht ihr, diese hellgrünen Pfeile, die kommen, das sind immer Gaps, die sichtbar sind. Das zeigt er mir an. Diese Zonen dienen immer als Unterstützung oder als Widerstandsbereich. Also haben wir hier eine Up-Gap, der Kurs kommt zurück und bietet dann eventuell die Möglichkeit des Einstiegs. Das heißt, wenn ich hier oben einsteige, wäre das für mich ein normaler Einstieg gewesen. Und ich muss mir bewusst sein, dass der Kurs noch weiter zurückkommt. Ich weiß ja nicht, geht er noch weiter oder nicht, aber diese Einstiege wären okay gewesen für mich. Also ist es noch mehr okay, weil ich ja heute erst raufschaue, wenn der Kurs noch weiter zurückläuft. Ja. Harmony Gold, finde ich, ihr sollt es nicht nachmachen. Sondern das euch anschauen und auch überlegen, wäre für mich ein guter Kandidat, wenn ich es mal sehe. Christine schreibt mir die Frage, ist das alles in dem Paket oder hast du es für dich so eingerichtet? Naja, Christine, das Paket besteht ja aus der Agena Trader Plattform, ne? Die kriegt man ausgeliefert. In einer einfachen Variante. Du musst es dir vorstellen, das ist die Software, musst du extra bezahlen als Agena Trader. Und zwar in der Andromeda-Version. Entschuldigung.
Die kostet auch noch mal so um die 1200. Ja, und mein Paket kostet das gleiche nochmal. Das ist also extra. Das setzt man so auf. Also ich installiere das und dann ist da alles mit bei. Also die ganzen Branchen, die ganzen ETFs, Kursdaten schlägt zu Buche mit 29 Euro mit 15 Minuten Zeitverzögerung bei Taipan. Den Kurs kann ich, also den Preis kann ich dafür garantieren. Die haben für mich extra ein Paket zusammengeschnürt, ist sogar günstiger als bei Agena Trader. Und da ist halt alles mit bei, was benötigt wird. Ist nicht günstig, weiß ich auf jeden Fall. So nicht für jeden, der ein kleines Konto hat, der kann sich ja nicht für 1300 und dann nochmal 1300 so ein Tool kaufen. Das halte ich für zu viel. Aber den Ansatz, wenn man den versteht, von der Charttechnik her, kann man ja eigentlich auch so fahren. Für mich ist es einfach komfortabel, darauf zu klicken und zu sagen, such mir die mal raus. Und dann habe ich Harmonie Gold. Jetzt könnte ich natürlich noch die anderen Signale, hier AEM, nehmen. Und da sehe ich schon, habe ich gar keinen Bock drauf. Hier unten ist der Wochenchart, der läuft da oben gegen. Und hier ist das Volumen hoch. Habe ich schon alles mal analysiert vor längerer Zeit. Und da sieht man nach, der Kurs reagiert ja wirklich da, abgeschmiert, abgeschmiert. So, und jetzt wäre ich ein Ausbruchshändler bei der Aktie, dann nehme ich doch lieber Harmony Gold. Dann habe ich noch KGC. So, das sieht schon ein bisschen anders aus, KGC. Erhöhte Volumen in der Woche liegt unter uns. Auch spannend. Mal ein bisschen durchdrehen hier. So, das hier. Ja, zack. Der Kurs liegt jetzt da drüber, hat sich etabliert. Nicht schlecht. Wie sieht es im Tag aus? Outperformance mit grün bestätigt. So, jetzt haben wir hier ein erhöhtes Volumen. Das ist genau dasselbe wie bei Harmony. Ja, da, so leicht erhöht. Schaut da ein bisschen vor. Und er ist schon ausgebrochen. Also der Kurs ist schon über dieses Hoch hier hinausgegangen. Und das finde ich schon wieder spannend. Wenn man hier jetzt der Ausbruchstrader wäre, dann wäre es jetzt hier abgefrühstückt worden. Und hier unten ist die Situation schon wesentlich besser. Ne, weil ich weiß, hier unten wird er wahrscheinlich aufgefangen. Der 20er kommt wieder, erhöhtes Volumen. Hier habe ich noch ein minimales Gap. Also da ist es letztendlich ein bisschen gedeckelt, das Risiko. Ärmer. So kann ich die vergleichen. Und ich sage mir, okay, ich teile die Position auf. Ich nehme vielleicht Harmony. Und die andere, da war die noch ein bisschen, bis sie zurückkommt. Das ist eigentlich auch ein Ausbruchstrade, ne? Hier, zack, drüber, reagiert, kommt wieder zurück. Also ist jetzt meine Chance im Endeffekt besser. Ja. Ob das nun die eine Aktie oder die andere ist, wird wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielen. Das meiste, ich habe letztens eine Studie gelesen, was Aktien bewegt, sind die Branchen. Also 50% der Kursperformance kommt aus der Branchenzugehörigkeit. Dann gibt es natürlich noch Individualitäten, die auf das Unternehmen zurückzuführen sind. Aber das fand ich interessant. Ich glaube, es war sogar in der Traders oder ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. War spannend. Also da einfach darauf zu achten. Man kann sich dann wirklich endlos verzetteln und sich Charts anschauen. Und das hat mich von der Markttechnik weggeführt, weil mir das einfach zu schwammig war. Man hat Aufwärtstrends und Abwärtstrends. Letztendlich trendet ja immer was. Aber man muss es doch an irgendwelchen Fakten festmachen und nicht nur, weil ich einen Trend sehe. Das ist schön. Den sehe ich hier auch. Aber ich habe auch meine Einstiege. Aber es spielt bei mir keine Rolle, ob ein Trend vorhanden ist. Wer das sehen möchte, der kann natürlich warten. Aber für mich ist, sage ich mal, Folgendes interessant, wenn ich hier einen Abwärtstrend habe zum Beispiel. Ja, dann würde der Markttechniker, je nachdem, wie er den skaliert, da gibt es auch verschiedene Ansichten, halt warten so. Es ist hier ein Trendbruch, das ist klar. Aber habe ich denn schon einen Aufwärtstrend? Sieht man diesen kleinen hier? Dann habe ich einen Aufwärtstrend. Sehe ich den nicht und mache den so, dann habe ich noch keinen. Und das ist mir einfach zu viel Schnickschnack. Brauche ich nicht. Bei mir reicht es einfach aus, wenn eine gewisse Dynamik da war. Hier war Dynamik da, der Kurs ging nach oben. Hier ist Dynamik nach oben, der Kurs kommt zurück. Kommt wieder ein bisschen Dynamik, aber nicht mehr so viel. Da weiß ich, oh, ein bisschen vorsichtiger sein. Dynamik, Kurs kommt wieder zurück. Letztendlich ist immer das gleiche Spiel. Mich interessieren diese Dynamiken. Ja, der Markttechniker nennt es Bewegung. Korrektur. Letztendlich interessiert mich nur die Bewegung. Ob da nun ein Trendfeuer ist oder nicht, ist mir nicht wurscht. Ja, und von daher denke ich mal, dass der Ansatz etwas einfacher ist. So, jetzt habe ich 50 Minuten gequatscht und habe nur zweimal gehustet. Einmal habt ihr gehört und einmal nicht.
Ist ein Top-Wert für mich jetzt. Also, Gutes Zeichen. ja, und vor allen Dingen, das ist wirklich spannend, wenn ich das Tool wieder anschalte. Ich konnte ja nicht sitzen wegen der Erkältung. Und das wirklich jetzt mal so betrachte, wie ich dann auch so drauf schaue. Ja, bloß, dass es halt live kommentiert ist. Und ach so, was ich noch zu Christine sagen wollte, wir haben auch bei uns eine Gruppe, die 6 Monate letztendlich zusammenarbeitet. Im Endeffekt habe ich jetzt wegen Corona gesagt, bis Jahresende ist das alles für euch kostenfrei. Sowieso, wenn man Coaching macht bei mir, wo wir halt 5 Sitzungen online haben, per Zoom, die Einrichtung und alles installiert wird, dass es funktioniert. Dann hast du noch 6 Monate in der Gruppe. Und wegen Corona habe ich gesagt, okay, bis Jahresende lasse ich das erstmal so. Sind jetzt 30 Leute da drin, wir werden demnächst 34 sein. Und so wächst die Gruppe langsam, ist keine Masse. Und das wollte ich dir noch dazugeben, Christine. So, dann sind wir schon fast durch. Also, wenn jetzt jemand noch eine Aktie hat, bevor ich nochmal huste, nochmal drücken, auch dreimal gehustet, dann kannst du die nochmal reinschicken. Und ansonsten haben wir ja jetzt hier eine Aktie gesehen. Dann wäre ich auch soweit durch. Apple, da Christine hat Apple. Warum wusste ich, dass das kommt? Wo stecke ich die jetzt mal rein? Dass man die mal beantwortet. Die stecke ich einfach mal da rein. Ich hätte ja gedacht, dass Amazon heute kommt, nach dem Deal Wieso? heute, nach der Nachricht. Habe ich gar Die nicht gehört, was? haben MGM übernommen oder werden Nee, übernehmen. echt? Dann werden die ja, ist doch so ein Kino-Dingsbums, oder? Oder Ja, was? das ist, Oder? wollen dann entsprechend mit dem Angebot den anderen ein bisschen ärgern, ne? Ja. Netflix, Disney Plus und so weiter. Auf jeden Fall. Also, das ist mal spannend. So, Apple, was haben wir denn hier? Letzte Kaufsignal war bei mir für meine Apple der letzte Versuch, der wahrscheinlich auch, sagen wir mal, so gerade mal Break-Even geendet hätte, vielleicht mit einem kleinen Verlust. Anfang April. Weiß, Apple wollen viele haben, aber charttechnisch sieht das Ding im Moment nicht so schön aus. Warum? Ich schaue mal aufs Volumen, wo kann das Ding hingehen? Also schaue ich nach links. Ne? Der Kurs ist ja hier, schauen wir mal retrograd. Wo ist Volumen hoch? Da. Und damit wir das mal richtig groß sehen, mache ich das Ding mal jetzt hier richtig groß. Kann man nämlich auch machen. So, zack, so, der Apple-Chart. Also schaut man retrograd nach links und dann schauen wir und sehen, da ist das Volumen erhöht am Tief. Da war schon mal ein langes Tief, wo da wahrscheinlich Zahlen gewesen sind. Also in diesem Bereich bildet sich so eine Base aus. Ne? Da läuft der Kurs immer wieder runter. Du siehst, zack, rein, wird gekauft. Runter, wieder gekauft. Ja. Das ist schon etwas länger her. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier auf dem Weg eher nach unten als nach oben, so wie ich sehe. Aber der 20er-Durchschnitt geht nach unten. Letzte Bollinger Bandberührung war auch unten. Schauen wir nach oben, was ist mit dem Volumen passiert. Auch da oben haben wir erhöhtes Volumen und der Kurs ist runtergelaufen und hat das gar nicht gehalten. Das heißt, das wird wie ein Deckel drauf sitzen. Da wird wieder was passieren. Wenn der Kurs jetzt wieder hier hochlaufen würde, dann würden einige sich überlegen, ob sie nicht dann ihre Gewinne vielleicht ein bisschen einsacken, die Hälfte vielleicht mitnehmen. Oder andere würden sagen, nö, jetzt verkaufe ich, jetzt habe ich ja machen ja viele, mein Verlust jetzt wieder auf Null gedreht. Das muss ja nicht immer richtig sein, aber oft sind es diese Reaktionen, die erfolgen. Was mich aber bei Apple überhaupt nicht gefällt, ist, hier ist keine grüne Lampe an. Das ist keine Outperformance mehr. Die ist schon länger Underperformance. Also es gibt bessere Aktien auf jeden Fall und bessere ja, Indizes, in denen sich diese Aktien auch verbergen. Ne? Also Apple ist schon lange nicht mehr so eine, wahrscheinlich eher ein Investment zum Traden. Also ich würde die jetzt nicht short handeln, weil so eine Aktie kannst du nicht short handeln, weil Apple hat einfach so viel Geld, die können jeden Tag irgendeine Pommesbude kaufen und damit, da weiß ich, wieder Gold drucken. Von daher wäre ich da vorsichtig. Aber für ein Long Investment fehlt es mir jetzt hier überhaupt. Also ich würde gerne einen Rückgang sehen bis hier und dann sollte das Volumen sich hier in dem Bereich erhöhen bei 120 und dann kann man da schon mal was versuchen, ja, wo denn so eine Range bis da oben bis 134, dann wäre das ein guter Einstieg, glaube ich. Ja. Also wenn du sie hast, würde ich sie behalten, weil musst du damit rechnen, dass sie bei 120 hält. Wenn sie das nicht macht, dann musst du weiter nach links schauen, wo ist das Volumen erhöht und dann sehen wir schon hier bei 107. Ja, wird es wieder spannend um die 100er. Mehrere Gaps. Ich glaube, da wäre dann spätestens Feierabend für Apple. Und Kauf sehe ich da im Moment nicht.
Wenn, dann kaufe ich ja eher hier mit erhöhtem Volumen. So, ich glaube, jetzt sind wir durch. Ich habe es geschafft. Yeah, endlich mal wieder. Ja, super. Also ich behaupte einfach mal frech, wer noch eine Aktie jetzt noch analysiert bekommen möchte, dann jetzt die letzte Gelegenheit. Sind alle flat. Ja, oder so, ja. Ansonsten, ja, bedanke ich mich bei dir, Carsten. Wie gesagt, vielen Dank nochmal, dass du das Webinar trotzdem mit uns durchgeführt hast. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer. Ich wünsche noch einen schönen Abend und noch eine erfolgreiche Restwoche und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und du hast sehr gerne das Schlusswort. Also, bis dann. Danke, Nelson, für den tollen Abschied. Auch von meiner Seite aus, bleibt gesund vor allen Dingen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Das ist ja immer monatlich, sagen wir mal simultan zu dem anderen Webinar, was ich noch habe, wo es halt um die Anwendung des Agena Traders geht, was letztes Mal leider ausgefallen ist. Nächstes Mal werde ich da wieder mit am Start sein. Ja, wenn ihr Fragen habt, einfach mir schreiben. Ich beantworte jede E-Mail. Und dann freue ich mich auf eure Nachrichten. Schönen Dank und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.